Und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und das letzte Mal habe ich erstmal ordentlich den Raum der Wünsche kennengelernt, weshalb ich endlich auch jede Menge Gegenstände habe. Und jetzt können wir uns um weitere Aufgaben kümmern. Zum Beispiel Professor Sharps Aufgabe 2, damit wir bei den Tränken vorbei weiterkommen und den Zauber Defindo bekommen. Beschaff und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaff und teste einen Donnerbräu gegen Gegner. Okay. Gegen Gegner einen Donnerbräu. Unsichtbarkeitstrank kann ich nehmen und testen. Triff dich mit Sebastian. Lerne einen Fluch von Sebastian. Ich sollte Miss Willard sie Zauberanweisung für Beschwörungen. Neue Flugprüfung. Okay, gehen wir erstmal dahin, wo wir die Schmetterlinge, das mit den Schmetterlingen hatten. Das ist höchstwahrscheinlich außerhalb, genau, das ist höchstwahrscheinlich auf der Weltkarte. Ach nee, das ist in Hogsmeade. Wo ist sie? Gut, ab nach Hogsmeade. Dann wollen wir mal gucken, was da noch passiert. Ist die da drin? Oh ja, das ist sie. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, hab ich. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Okay. Blumenkästen. Jetzt gehen wir gerade noch mal hier hin. Herausforderung, Aufträge. Aufgaben. Mhm. So, Raum der Wünsche, was gibt's hier? Mach dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf den Gegner zurück. Hält länger an. Mhm. Und die Fähigkeit, Schutzzauber zu durchbrechen. Reichweite und Schaden des Trankes ist deutlich erhöht. Okay.
Wenn du ein verfluchtes Tier besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Ein Flucheffekt haftet länger an einem Gegner. Okay. Ja, da kann ich natürlich eine ganze Menge noch machen. So, jetzt haben wir diesen Sammlung aktualisiert. Lupusschutz. Offiziersmütze. Gut. Nächsten Aufträge. So, jetzt wird es langsam weniger. Brunnen. Flugprüfung. Gut, machen wir die Flugprüfung weiter. Quidditch-Feld, Flugprüfung. Arbeiten wir mal ein paar Aufgaben jetzt ab hier. Flugprüfung, Quidditch-Feld. Okay. Ich glaube, das ist der nächste Platz zum Quidditch-Feld. Dann suchen wir den, ne? So, ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas. Kann schon wieder irgendwas abholen, ne? So. Jawohl, da drüben ist das Quidditch-Feld. Ich komme direkt zu dir. Hey du, Ravenclaw. Da bist du ja, der Duellant, den es zu schlagen gilt. Imelda Reyes? Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Aha. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Mizi? Was? So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Ravenclaw. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie, du musst runtergehen. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Mizi, geh jetzt mal runter, bitte. Oh, du nervst. Einverstanden. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Das macht echt Spaß. Das gefällt mir schon viel besser.
Oh nein! Es ist scheiße mit dem Fliegen. Nein! Oh. Super. Mizi, hör auf damit. Boah, 2,17, gerade so. Boah, das war aber auch... Meine Güte. Okay. Neue Bestzeit, 2,17. Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall habe ich ihre Zeit geschlagen jetzt. Das ist aber total scheiße, wie ich die... Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Mhm. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Da bist du ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Was denn, Mr. Weeks? Was, der ist in Hogsmeade? Okay, dann gehen wir halt zu ihm in Hogsmeade. Wenn er dort ist. Ach so, das ist ja der Verkäufer, stimmt. Stimmt, hier ist der Laden, ne? Sportbedarf. Oh, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf Sie. Ich bin schon ganz gespannt.
Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Okay. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Gut, jetzt haben wir wieder Geld reinbekommen. Sehr schön. Na, wonach suchen Sie heute? Noch gar nichts. Danke fürs Vorbeischauen. Gut. Also, haben wir den Auftrag auch erstmal abgeschlossen. Hausmarken, die sich in Hogwarts befinden. Okay, dann hätte mein Haustür noch Platz für weitere Marken. Ich sollte nach weiteren dedalischen Schlüsseln in Hogwarts suchen. Okay. So, ein besonderer Brunnen. Ich weiß halt nicht, wo das ist, ne? Finde den Schatz anhand der Brunnenschatzkarte. So. Wo war der Brunnen nochmal? Nee, da war er nicht. War der Brunnen hier? Nee, wo war denn der Brunnen eigentlich nochmal? Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Das geht ja. Ging jetzt aber flott. So, den Donnerbräu brauchen wir halt auch. Aber wo ist jetzt diese ominöse So. Da ist irgendwo eine Ruine und da ist eine Brücke rüber. Das muss so eine Insel in die Mitte irgendwie sein oder was, ne? Die Ruine soll da sein. Mhm.
Okay, also. Viel zu blöd hier. Eigentlich müsste ich... Rebellion. Rebellion. Da ist ein Baum. Da ist das. Incendio. Die sahen auch schon mal besser aus. Was muss das hier sein, ne? Ja, das muss das hier sein. Der hier.
Aber der sagt dann, es geht auf so eine Insel. Im Hintergrund gibt es eine Ruine mit so zu so einer kleinen Ruine. Und in der Mitte von der kleinen Ruine gibt es einen Baum. Devioso. Zittern, wenn sie mich sehen. Und das aus gutem Grund. Will ich jetzt überhaupt? Ach, da oben bin ich. Mhm. Weg hier. Was haben wir hier wieder für ein Ding? Okay.
Ah ja, okay, da hinten ist wieder so ein Ding. Mhm. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Gut, haben wir natürlich wieder einige. So. Da haben wir die blaue Kugel. Die Frage, wo muss die jetzt hin, ne? Wo ist das Ding? Wo muss die blaue Kugel jetzt hin? Revelio. Okay, da fährt der Zug rein. Was ist das hier? Eine Dampfmaschine? Was haben wir hier? Ein Zuggleis. Damit der Zug hier sonst irgendwo hinkommt, oder wie? Revelio. Hoch runter wäre eigentlich viel besser angelegt mit anderen Tasten hier, ne? Zum Beispiel ich glaube, das ändere ich jetzt gerade mal. Das nervt mich nämlich jetzt mit dem. So. Steuerung für den PC. So. Reittiere. So, nach oben fliegen. Mausrad. Nach unten fliegen. Mausrad. So. Wunderbar. Das ist aber. Na, das ist aber nicht unbedingt gut. Ach, schade. Okay, gut. Also das Mausrad ist nicht gut. Das ist zu wenig. Losbinden. Absteigen, so abheben, nach oben fliegen. Wie wär's denn mal, wenn wir jetzt schneller fliegen mit dem machen? Bestätigen. So. Und nach unten fliegen ist jetzt der. So, gucken wir jetzt mal.
So. Rivelio. Ach, die muss man vielleicht bis zu dem Tor bringen. Oder wie? Okay, die muss man vielleicht wirklich bis zu dem Tor bringen. Ach, da unten muss sie hin. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hier unten rein muss er. Hier ist das Feld. Komm. Da sind Merlin stolz. Gut, alles klar. Dann hätten wir sie doch geschafft. Okay. Okay, er sagt, es könnte gefährlich werden und man kommt aber hier ganz einfach rein. Mhm. Rivelio. So. Da ist die Mühle. Okay. Die sieht man im Hintergrund. Rivelio.
hier ist der Laden. Dann schauen wir mal, ja? Besen? Dieser Besen wird schon seit Generationen weiter vererbt. Okay. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. War hier nicht irgendein... Ach, da weiter vorn am Sumpf, ne? Nicht hier, sondern hier weiter vorne beim Sumpf war was. Genau, hier gibt es so eine Hütte. Und in der gibt es was. Okay. Oh, wer ist das denn? Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Redrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Hier bitte. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Oh, sehr schön. Gib einen Maxima-Trank raus und kriege ein paar andere. Sehr schön. Was haben Sie jetzt vor? Gut, wunderbar. So, und da hinten ist die Windmühle. Also, zu der Windmühle will ich gerade. Wirf ein Objekt mit Depulso auf einen Gegner. Da unten ist ein Gegner. Oh Mann. Oh Junge. Ja, danke. Ich glaube, der Checkpoint war hoffentlich nach dem Quest. Ey, ich bin echt so ein Hannes hier. Ich kann überhaupt nicht kämpfen. Oh ja, es war... Wirf ein Objekt. Rebellion. Mit Depulso. Was war nochmal Depulso? Ist das Depulso hier? Depulso. Objekt und Gegner mit Macht der Kraft ab, obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht. Können Gegner im Objekt gleich mal zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zwecke. Nee, komm. Nur weil du das jetzt willst als Ding, machen wir das jetzt nicht. So, da hinten ist die Windmühle.
Revelio. Das hier könnte es sein. Das hier. Tatsache, es könnte es tatsächlich sein. Irgendwas ist mit diesem Baum. Yep, das ist es. Yep. Levioso. Interessantes Versteck für einen Schatz. Natürlich, das war der Brunnen hier. Und das hier ist die... Und hepp. Hepp. Und noch eine blaue Mütze. So, hier liegt noch was. Zeug. Rohrklumpsaft. Okay, da muss es irgendwie reingehen. Das heißt, es gibt hier irgendwas, was da wieder drauf gemacht werden muss. Da hinten liegt was, da oben, genau. Mhm. Jede Menge Eier. Revelio. Irgendwas stimmt damit noch nicht. Ach so. Der falsche Zauber. Der, Confringo-Zauber muss drauf angewendet werden, oder was? Okay, gut. Aber das Ding steht schon mal an der richtigen Stelle. Gut, wunderbar. Haben wir das Quest auch noch erledigt? Aufträge? So. Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Sie befindet sich angeblich im verbotenen Wald im Nordwesten von Hogsmeade. Hier steht Level 30. So. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Also ein Donnergebräu gegen Gegner benutzen. Revelio.
nicht gut ausgehen. Komm, geh runter, geh runter. Jo. Sonst keine Mega-Power-Tränke mehr holen. Okay. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ich verstehe es einfach nicht. Wahrscheinlich muss ich sie echt zerstören mit Bombarder oder so. Nee, okay. Also gehen diese hier nicht. Das ist auch eine. Hier ist auch eine Höhle, ne? Das sollte ich untersuchen. Rivelio. Speichern, schnell. So. Okay, ja. Also, jetzt müssen wir wieder zu dem Professor zurück. Der sich in Hogsmeade befindet. Nee, der sich in Unterrichtsraum für Zaubertränke befindet. Okay. Jetzt haben wir erfolgreich mal die Tränke, den Blitztrank eingesetzt. Der sieht auch echt gut aus, muss ich echt sagen. Also von dem noch ein paar mehr, ne? Da kann man wirklich ganz gut was machen dann. So, mein Lieber. Hier. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, hier. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich.
Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Ja, natürlich, immer bei mir, ne? Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Defindo. Schnapp, schnapp. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Das dahin. Und Defindo dahin. Wobei, wir können mal... So, Reparo kann dahin. Und du kannst dahin, so, anziehen, wegstoßen, anziehen und wegstoßen, so. Ja, es fehlen mir noch einige Zauber, ne? Gut. Okay, so. Da ist die Puppe. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Okay, Defindo. Ich habe ja auch die Möglichkeit jetzt hier... Nichts Tolleres hier. Auch nichts Tolleres, was ich gefunden habe. Nee, ich wollte Talente gucken. Ich habe ja noch Talente-Punkte. Haupttalente. Mega-Power-Trank hat bessere Heilwirkung. Luft erhöhen, alte Magieansteige stärker. Erhöht die Reichweite von Revelio. Erfolgreiches Ausweichen. Unblockbare Angriffe. Von Stupor getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten. Fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Was ist das denn? Nee. Dunkle Künste. Stupor, fällt ein Fluch. Expelliarmus auf den Gegner desselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Haftet länger an ihm. Wenn man Verfluchung besiegt, wird ein Teil der Gesundheit wiederhergestellt. 1, 2, 3. Eigentlich. Einsätze von Defindo schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Okay, löst zusätzliche aus, ne? Okay, gut.
Der Enduros-Trank, Verteidigung erhöht, ne? Ja, ich glaube, den können wir jetzt mal reinnehmen. So, dann haben wir den Verteidigungstrank hier nämlich regelmäßig. Gut. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Dürftig. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das scheint gefährlicher zu sein, als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Okay, gut. Dann hat er uns jetzt ein bisschen was beigebracht noch. So, haben wir jetzt noch weitere Quests offen. Wird langsam weniger. Die dädalischen Schlüssel, um Hausmarken zu kriegen. Und mich Sebastian, damit ich einen Fluch lerne. Confringo, Belohnungen, Stufe 8. Lerne mit Sebastian einen Fluch. Und ich würde sagen, das können wir beim nächsten Mal machen. Schauen uns noch die Sammlung an, was wir noch gekriegt haben. Noch so einen komischen Spitzhut hier. Okay. Was haben wir hier noch gekriegt? Erkunden ein paar Abzeichen. So, Talentpunkte. Und wir können auf jeden Fall noch mal schauen, wie gut wir jetzt in den Raum der Wünsche noch reinkommen. Geheime Räume, Raum der Wünsche, Kartenkammer. So, im Raum der Wünsche können wir nämlich ganz schnell jetzt schön über unsere Sachen abholen und oh, siehst du da, das wächst alles. Perfekt, 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 perfekt. Ja, kann ich nicht mehr machen. Plus Grasstamm und so weiter. Gott, wunderbar. Nichts identifiziert. Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Genau, was ist mit dir? Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an?
Schon gut. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Kann ich auch irgendwas anderes hier machen? Nee, geht noch nicht. Webstuhl kann ich noch nicht. Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Ja, wahrscheinlich muss ich erst weitermachen hier. Oh, da geht's raus. Betreten Astronomieturm. Ah. Wir läuften hier auf und ab. Ach, Sir Nicholas. Triff dich mit Sebastian. Wo soll ich mich denn mit dem treffen? Ach so, das ist... Was? Direkt unten beim Unterrichtsraum? Verteidigung gegen dunkle Künste? Gucken wir doch nochmal, was der will. Professor, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit im Ministerium? Ihre Neugier ist verständlich. Nun, ich kann zwar nicht im Detail über meine Arbeit sprechen, aber ich kann einige interessante Fakten erzählen. Die Unsäglichen gehören zur Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Eine gefährliche... Ja, alles gut. Ja, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Verletzung. Ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass ein Diptam-Zweig mit Sicherheit verwelkt, sobald man ihn pflückt. Sie scheinen mit der Sache aber gut klarzukommen. Es ist eine Frage der Perspektive. Es könnte sein, dass ich die verlorene Zeit gegen gewonnene Zeit eingetauscht habe. Und darüber nachzudenken wäre reine Zeitverschwendung. Aktuell... erlaubt uns keine Magie, in der Zeit zurückzureisen. Irgendwann vielleicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Jahre im Ministerium sinnvoll genutzt habe. Und ich bin jetzt in Hogwarts genauso glücklich wie vor Jahren in der Mysteriumsabteilung. Wenn ich das so sagen darf, ich bin auch froh, dass Sie jetzt in Hogwarts sind. Danke. Apropos Zeit, vielleicht sollten Sie Ihre Zeit in die Verbesserung Ihrer Verteidigung investieren. Ja, Professor. Ja, sollte ich auch, ne? So, da unten ist Sebastian. Okay, ich würde sagen, ein idealer Ort, um zu speichern. Und dann werden wir beim nächsten Mal mit ihm reden, um einen Fluch zu lernen. Und ich sage vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne!